Jesus ist hier. Und er möchte uns heute Morgen dienen. Das empfinde ich so stark in meinem Herzen. Und das geschieht aber zunächst, oder es geschieht auf der Grundlage seines Wortes, das uns dahin führt und Glauben weckt. Ich möchte lesen aus Johannes Kapitel 8, ab Vers 51. Da sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm: Jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist du größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind auch gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und doch habt ihr ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner, gleich wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie die Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch, und entkam so. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus hier in Vers 51, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Was bedeutet das? Jesus spricht hier nicht von dem physischen Tod, sondern er spricht von dem Tod der Trennung, der ewiglichen Trennung von Gott. Und die Juden verstehen nicht, was er hier meint. Sie begreifen es nicht, dass er sie letztendlich sie adressiert und sagt, ihr seid schon tot. Jeder, der Jesus nicht kennt und sein Wort nicht bleibend in sich hat, in sich trägt, ist tot, getrennt von Gott. Kennt nicht die Gemeinschaft und die Nähe Gottes, kennt dieses Leben Gottes nicht. Und Jesus spricht es ganz deutlich aus und sagt, ihr werdet, jeder, der mein Wort bewahrt, und er betont das mit dieser wahrlich, wahrlich, eine ganz wichtige Aussage, eine ganz wichtige Wahrheit, Wirklichkeit. Wer mein Wort bewahrt, wer zu mir kommt, mein Wort bewahrt, wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Der wird erleben, wie mein göttliches Leben, nämlich das göttliche Leben Jesu, in seinem Leben wirkt, nämlich von jetzt an, von dem Moment an, wo sich der Mensch zu Jesus hinwendet, bis in alle Ewigkeit. Die Ewigkeit hat für den Wiedergeborenen jetzt schon begonnen, in dem Moment, wo er sich zu Jesus gewandt hat. Er wird den Tod nicht sehen, nicht schmecken in Ewigkeit. Er wird die Kraft des Lebens, des Auferstehungslebens und den Segen des Auferstehungslebens Jesu erfahren in seinem Leben. Und als Beispiel nennt uns hier Jesus Abraham. Die Juden sagen, Abraham ist gestorben. Die Propheten sind gestorben. Wir erkennen daran, dass du ein Lügner bist, dass du ein Irrlehrer bist. Das stimmt eben nicht, was du sagst. Sie sind doch gestorben. Und dann macht Jesus etwas deutlich. Er greift Abraham heraus und sagt, ich sage euch was. Abraham sollte meinen Tag sehen. Und hat sich gefreut, dass er ihn sehen sollte. Und er sah meinen Tag. Und sie sagen, was, du hast Abraham gesehen? Und Jesus sagt, ehe Abraham war, war ich.
Und hier stellt sich die Frage, wann sah Abraham Jesus? Hat Abraham Jesus gesehen? Manche meinen, dass Jesus hiermit die Verheißung meint, die Gott dem Abraham gab, nämlich auf die Nachkommenschaft und damit ganz weit in die Zukunft, dass Jesus der letztliche, der Nachkomme ist als Erlöser. Aber die Bibel, wenn sie von dem Tag Jesu, dem Tag des Herrn spricht, dann meint sie den Tag, an dem er alles vollendet hat und sich zeigt der ganzen Menschheit als der Erlöser. Und Jesus sagt Abraham, ihm wurde gesagt, er sollte meinen Tag sehen und er hat ihn gesehen. Und die Bibel zeigt uns, wann das war. Und das möchte ich mit uns betrachten, weil er in dieser Begegnung mit Jesus, ich sage es ganz bewusst, in der Begegnung mit Jesus erlebt hat, wie die Segnungen des Auferstandenen schon im Alten Bund in seinem Leben wirksam geworden sind. Wie viel mehr für uns heute? In 1. Mose 14 können wir das lesen. Da steht geschrieben, 14, Vers 17, als aber Abram von der Schlacht gegen Kedor Laomer und die Königin, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abram von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sprach zu Abram, gib mir die Seelen und die Habe behalte für dich. Abram aber sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abram reich gemacht bis hierher. Der ganz geheimnisvolle Begebenheit, die uns hier berichtet wird. Abram, im Kapitel 12 wird uns berichtet, wie Gott Abram ruft. Er ruft ihn und sagt, geh hin in das Land, das ich dir zeigen werde. Und er gehorcht dem Wort des Herrn und Lot schließt sich ihm an. Und als er loszieht, gibt ihm Gott Verheißungen. Sagt, ich werde dir dieses Land geben. Ich will nicht im Detail auf diesen Hintergrund eingehen. Lest es mal nach heute Nachmittag. 1. Mose 12, 1. Mose 13, was da alles geschah. Verheißungen, die Gott dem Abraham gab. Ich möchte eine Verheißung herausnehmen. Da sagt Gott zu ihm, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. In dir will ich segnen alle Nationen der Erde. Abram lässt sich nieder im Land Kanaan und sein Neffe Lot ist mit ihm und Gott segnet ihn derart, dass er so an Reichtum und Besitz und Volk zunimmt. Aber nicht nur er, sondern auch Lot. Es ist interessant, nur weil sie der Stimme des Herrn gehorcht haben. Dass das Land zu eng wird und sie größeren Raum brauchen und es entstand immer wieder Streit zwischen den Hirten und Knechten von Abraham, zwischen Abrahams Knechten und Lots Knechten. Und Abraham sagt dann, Lot, wir müssen eine Lösung finden. Wir wollen nicht, ich möchte nicht, dass wir uns unter Brüdern streiten. Wir wollen uns aufteilen. Und er überlässt ihm die Wahl und er sagt, sag du, wo du hin willst. Und Lot entscheidet sich für das fruchtbarere Land um Sodom und Gomorra herum, die Talebene. Und sie erleben beide weiterhin Gottes Segen, Gottes Segen im Übermaß.
Und hier wird uns aber berichtet, dass dann nach einiger Zeit ein König, nämlich der König von Elam, in Krieg zieht gegen Sodom. Und nicht nur gegen Sodom, sondern gegen mehrere Städte in diesem Gebiet. Hier wird uns berichtet von dem König von Sodom, von dem König von Gomorra, von dem König Adama. Das waren Stadtkönige, das waren nicht Könige von großen Ländern und Reichen, sondern das waren Könige von diesen verschiedenen Städten. Aber der König Laomer von Elam war ein mächtiger König und er forderte Tribut von diesen Stadtkönigen. Und weil sie nicht mehr den Tribut so zahlten, wie er wollte, hat er dann Krieg geführt und ist zum Krieg ausgezogen. Und bei diesem Krieg erobert er auch Sodom, beziehungsweise er plündert, lässt Sodom plündern und nimmt Gefangene mit. Und so nimmt er auch Lot mit, den Neffen Abrams. Abram hört davon, einer entkommt, läuft zu Abram, berichtet ihm, auch dein Neffe Lot ist gefangen weggeführt worden. Und es ist beachtlich, wie Abram einfach so, wenn du das liest, sagst du dir, Moment mal, Abram hat nicht mal Gott gefragt. Er hört davon, Lot, mein Neffe, ist gefangen weggeführt worden und er trifft die Entscheidung, nimmt 318 Knechte, die wehrfähig waren, aber die waren nicht ausgebildet als Soldaten. Das waren seine Knechte, die die Viehherden betreuten, aber das waren keine ausgebildeten Soldaten. Und er nimmt sie und zieht diesem König nach, der diese ganze Stadtkönige geschlagen hat und geplündert hat. Und überfällt sie bei nachts und schlägt sie mit seinen 318 Mann, bringt Hab und Gut zurück und bringt auch seinen Neffen Lot, all die Gefangenen, mit zurück. Und jetzt kommt er zurück in die Heimat von Lot, der Stadt Sodom, entgegen und da tritt der König von Sodom heraus. Er wurde nicht weggeführt. Er kommt ihm entgegen. Er sieht zuerst den König von Sodom und dann plötzlich aus dem Nichts, wie aus dem Nichts, unterbricht hier der Bericht. Der König von Sodom kommt ihm entgegen und dann heißt es hier, aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Die Frage stellt sich hier, es wird uns weiter berichtet, dass er ihn segnete. Wer ist dieser Melchisedek? Theologen haben da geforscht und es gibt ganz verschiedene Ansichten, wer dieser Melchisedek war. Es gibt viele Spekulationen, wer er denn wohl war. Aber die Bibel zeigt uns, wenn wir exakt auf die Bibel, in die Bibel schauen, wer er denn war, dann finden wir eigentlich nur noch zwei Stellen, wo Melchisedek vorkommt. Nämlich im Psalm 110, der natürlich dann wieder zitiert wird, in weiteren Stellen des Wortes Gottes, Psalm 110, Vers 4. Da heißt es nämlich, dass Gott geschworen hat bei einem Eid, dass er, David schreibt diesen Psalm und sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn. Und in Vers 4 heißt es dann, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Dies ist ein Psalm über Jesus, prophetischer Psalm. Und hier wird diese Aussage gemacht, du sollst Priester Gottes sein in Ewigkeit nach der Art und Weise Melchisedeks. Und dann finden wir, und das ist die Exegese, so möchte ich es bezeichnen, die Auslegung des Heiligen Geistes auf oder des Textes hier in 1. Mose 14, in Hebräer 7, 1 bis 10. Wer war denn Melchisedek, der hier genannt wird als der Priester Gottes des Allerhöchsten? In Hebräer 7, Vers 10 wird uns dieser Melchisedek beschrieben im Detail. Es wird uns gesagt, verschiedene Punkte, die möchte ich ganz schnell abarbeiten, einfach nur, um hier aufzuzeigen, wer war Melchisedek.
Er wird zunächst genannt, ich möchte den Text jetzt nicht vorlesen, könnt ihr nachlesen. Es heißt, er ist der König der Gerechtigkeit. Das bedeutet sein Name, Melchisedek. Er ist der König der Gerechtigkeit. Das kann nur Jesus sein. Welcher Mensch? Manche Ausleger meinen, dass Melchisedek ein ganz normaler Mensch war, ein König war einer Stadt, die damals existierte, und dass er ein Typus auf Christus hin war. Aber wenn Hebräer heißt es, er war der König der Gerechtigkeit, bedeutet er selbst besaß diese göttliche Gerechtigkeit. Welcher Mensch von Fleisch und Blut kann diese Gerechtigkeit besitzen, nämlich die gottgemäß ist? Er ist der König der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes ist der theologische Zentralbegriff im Neuen Testament, bezogen auf Jesus. Er hat am Kreuz, der selber von keiner Ungerechtigkeit wusste, der rein und gerecht war, hat am Kreuz für alle Menschen Gerechtigkeit erworben, damit sie Gerechtigkeit erleben. Nur in Jesus empfangen wir, das sagt uns das Neue Testament, die Gerechtigkeit Gottes, in keinem anderen. Somit kann das nur Jesus sein, wenn hier geredet wird, wenn die Bibel sagt, er ist der König, hier kommt der König der Gerechtigkeit. Als zweites wird uns gesagt, er ist der König des Friedens, König von Salem. Eigentlich bedeutet es nicht nur, er ist der König des Friedens, sondern er kommt aus dem Frieden. Wenn er jetzt König war einer Stadt, manche meinen, das war die Stadt Jerusalems, die damals im Altertum schon existiert hat, und er war König dieser Stadt. Aber in dieser Stadt gab es nicht den Shalom-Frieden, weil es den nicht auf dieser Erde gibt. Den gibt es nirgends. Der Shalom-Friede Gottes ist der umfassende Friede Gottes mit Wohlergehen und Wohlgefallen Gottes in umfassender Weise. Nur von Jesus wird gesagt, dass er der König bzw. der Friedefürst ist. Kein anderer, in keinem anderen besteht dieser Friede. Er ist der Friedefürst. Und hier heißt es, sagt die Bibel, er ist der König von Salem, er kommt aus dem Frieden. Er kommt, manche sagen, er kommt direkt in dieser Situation aus dem himmlischen Jerusalem, in dem dieser umfassende Friede herrscht, denn dort ist dieser umfassende Friede. Drittens, Hebräer sagt uns, er ist vaterlos, er ist mutterlos, ohne Vater, ohne Mutter, keine fleischliche Abstammung. Er war somit kein Mensch, der in fleischlicher Hinsicht Verbindung hat zu Menschen. Nur von Jesus ist das gesagt, dass er ohne Vater und ohne Mutter war. Du sagst jetzt vielleicht, Moment mal, er hatte doch eine Mutter. Josef war nicht sein leiblicher Vater, richtig. Aber Maria war auch nicht in dem Sinne seine Mutter. Die katholische Kirche behauptet das und spricht dann von der Gottesmutter. Aber das sagt uns nicht die Bibel und das entspricht nicht der Wahrheit. Maria war nicht die Gottesmutter, sondern Maria war nichts anderes als die, die Jesus geboren hat, die Gebärende. Jesus ist, das sagt die Bibel, die Frucht des Heiligen Geistes. Er ist ein Wunder des Heiligen Geistes und deshalb sprechen wir auch von der, und die Bibel spricht von der Jungfrauengeburt. Nur Jesus ist vaterlos,
ist mutterlos, ohne Geschlechtsregister letztlich, weil er schon existiert hat, schon immer. Er ist der präexistente Sohn Gottes. Er ist nicht erst gekommen, geworden an Weihnachten. Und das macht Jesus deutlich in Johannes, das ich gelesen habe. Er sagt, ehe Abraham war, war ich. Ich war schon vorher da. Somit ist Melchisedek, heißt es, er war ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Und dann heißt es weiter, als viertes, er hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Die Frage stellt sich mir, wo ist er dann, der Melchisedek? Welchen Menschen gibt es hier auf der Erde, der keinen Anfang der Tage hat, kein Ende des Lebens? Er bleibt Priester für immer, sagt der Hebräerbrief. Er bleibt das für immer. Wenn Melchisedek kein Lebensende hat, dann haben wir ein Problem, wenn wir sagen, es ist hier eine andere Person als Jesus. Diese Attribute, gerade speziell dieses mit den vielen anderen, die ich schon genannt habe, wenn es nicht Jesus wäre, dann wäre da eine andere, noch eine Gottheit. Weil das Attribute sind, er hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er bleibt Priester Gottes für immer. Dann wäre es jemand, der neben Jesus noch existiert. Dann heißt es hier weiter, er ist gleichgeartet, er ist vielmehr gleichgeartet dem Sohn Gottes. An dieser Beschreibung halten sich manche Theologen fest, weil ihr habt sicher schon in eurer Übersetzung, es gibt Übersetzungen, die das so übersetzen, nämlich er ist gleich dem Sohn Gottes oder vergleichbar mit dem Sohn Gottes. Aber das griechische Wort, das hier steht, kommt nur einmal in der Bibel vor. Nur einmal. Und deshalb ist es schwierig. Wir haben viele griechische Worte, die öfter vorkommen und man kann dann eine Bedeutung erkennen, weil sie mehrheitlich in die eine Richtung geht. Aber es kommt nur einmal vor. Und wenn es um Vergleiche geht, da kennt ihr das, die Parabeln, die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Aber dieses Wort hat die Bedeutung gleichgeartet, gleichgestaltet. Er ist gleichgestaltet dem Sohn Gottes. Und das macht wiederum es deutlich, es handelt sich hier um Jesus. Wie er, warum und wie Gott das gemacht hat, dass er einem Abraham hier erscheint, ich glaube, das ist das kleinste Problem. Fünftens, Melchisedek erhält von Abraham den Zehnten. Die Bibel sagt uns in 3. Mose 27, 30, das aller Zehnte im Land gehört dem Herrn, er ist dem Herrn heilig. Niemals zuvor übrigens, vor Abraham, vor dieser Begebenheit, haben Menschen den Zehnten gegeben. Und es ist interessant, der Zehnte ist nämlich kein Gebot, ist kein Gesetz. Abraham begegnet hier dem Melchisedek, ich komme nachher nochmal drauf zurück, und er gibt ihm den Zehnten von allem. Und der Hebräerbriefschreiber macht es deutlich, das Geringere gibt dem Besseren den Zehnten. Hier wird deutlich, übrigens der Hebräerbrief ist so aufgebaut, er schraubt Christus in die Höhe und zeigt, wer Jesus Christus ist. Wenn du anfängst, im Hebräer 1 zu lesen, wird zunächst deutlich, dass Christus höher ist als alle Engel. Wenn du weiterliest, dann wird deutlich im 2. und 3. Kapitel, Christus ist erhöht und höher als die Leviten, als das Levitische, beziehungsweise als Mose zunächst. Christus ist ihm überlegen. Und dann geht es weiter hier in diesem Kapitel, wenn ihr das weiterlest, hier wird deutlich, Christus ist erhoben und höher als das Priestertum unter Mose, nämlich die Leviten und Aaron. Er ist erhöht über dieses Priestertum. Und gerade im Geben des Zehnten, im Alten Bund haben
seit Mose die Leviten den Zehnten empfangen. Und hier macht der Hebräerbriefschreiber deutlich, wer empfängt hier den Zehnten? Melchisedek. Und er ist gleichgeartet dem Sohn Gottes, der nämlich höher ist, höher angesiedelt ist. Er ist die höchste Instanz, auch priesterlich gesehen. Er gibt ihm den Zehnten von allem. Wenn er nicht der Höchste ist, Gott gleich ist, Sohn Gottes ist, dann hätten wir wieder ein Problem, dann wäre das nämlich Götzendienst, was hier geschieht. Aller Zehnte gehört dem Herrn, er ist dem Herrn heilig. Sechstens, Melchisedek segnet Abraham als Priester des Höchsten. Das Geringere wird vom Besseren gesegnet. Nämlich der, der am höchsten steht, Jesus selber. Er empfängt diesen Segen. Und siebtens, als Priester Gottes des Höchsten, so wird er hier genannt. Er ist Priester Gottes des Höchsten, kommt er mit Brot und Wein herbei. Er kommt nicht, er ist Priester Gottes des Höchsten und er kommt nicht mit irgendeinem Lamm, mit irgendeinem Tier, das er opfert, sondern er kommt mit Brot und Wein herbei. Hier ganz am Anfang noch der Bibel, bevor es das Gesetz gab, erscheint uns oder wird uns werden uns diese Symbole von Brot und Wein aufgezeigt. Wir finden sie das letzte Mal in der Bibel wo? Wenn wir das Abendmahl mit dem Herrn feiern werden im Himmel. Könnt ihr diese Spanne erkennen, ganz am Anfang? Deshalb das, was Gott getan hat, mich fasziniert das. Das, was Gott in seinem Erlösungswerk getan hat, ist nicht irgendwie so ein Notfallplan. Hier sehen wir, dass das war schon existent bei Abraham. Und wenn Jesus sagt, er sollte meinen Tag sehen und er sah ihn und freute sich darüber. Welchen Tag sah er? Da ist er, kommt vom Kampf, der Auseinandersetzung des täglichen Lebens zurück und da begegnet ihm in wunderbarer Weise ein Mann, den er vorher nie gesehen hat. Und offensichtlich geschieht hier Offenbarung, dass er erkennt, wer er ist. Da kommt ihm dieser Mann entgegen, Melchisedek, König der Herr, der Gerechtigkeit, der Friedefürst, kommt ihm entgegen mit Brot und mit Wein. So wie Jesus erscheinen wird, wenn er seine Braut, Gemeinde, zu sich nimmt. Wir werden kommen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Jesus sagt, ich werde von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu dem Tag, da ich es neu trinken werde mit euch in meinem Reich, nämlich im Himmel, beim Hochzeitsmahl des Lammes. Er sah den Tag des Herrn, Halleluja. Und das im alten Bund. Wie viel mehr können wir heute, dürfen wir heute erwarten, dass unser hoher Priester Jesus Christus, Gott hat es irgendwie möglich gemacht, ob es eine Christophanie war, wie es manche bezeichnen, oder wie du das bezeichnen magst, einem Abraham. Abraham sieht Jesus und erlebt den Dienst Jesu in seinem Leben. Interessant ist, wenn du weiterliest, direkt danach spricht Gott wieder zu ihm und schließt den Bund mit ihm und sagt, du wirst Nachkommen haben und in dir soll gesegnet sein alle Nationen. Ich will dich segnen und in dir sollen gesegnet sein alle Nationen auf Erden. Er erlebt hier Begegnung durch Melchisedek mit Jesus selber. Und was er hier erfährt und erlebt, ist etwas, was für uns eigentlich nichts Neues ist, weil wir das
die Bibel haben und das Neue Testament und weil wir als wiedergeborene Kinder Gottes erlebt haben, was es bedeutet, erlöst zu sein. Aber hier wird uns gezeigt im täglichen Leben und das bei Abraham in seinem Leben im alten Bund, erfährt er den Dienst des Hohenpriesters, des Priesters Gottes, des Allerhöchsten. Melchisedek kommt ihm entgegen, nachdem er eine Schlacht geschlagen hat, siegreich war. Er hat den Kampf des täglichen Lebens gekämpft. Auseinandersetzung. Und es war brutalst. Sein Neffe, ich habe es erwähnt, wurde weggeführt. Und es gab keine andere Möglichkeit, das umzukehren, als in den Krieg zu ziehen. Und er erlebt einen Sieg über die Feinde und kommt zurück. Und hier ist der Dienst des Melchisedek, des höchsten Priesters. Es ist Jesus, der ihm begegnet, kommt mit Brot und Wein. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Er segnet ihn. Das Mahl, das Abendmahl, Brot und Wein, ist ein Mahl der Vergegenwärtigung dessen, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Die Bibel sagt uns sehr klar und sehr eindeutig, dass Jesus für uns das Gericht stellvertretend am Kreuz auf sich genommen hat. Dass er zum Fluch geworden ist, weil jeder Sünder verflucht ist. Dass er Fluch und Gericht verwandelt hat am Kreuz in Segen. Und so erfährt hier Abraham den Segen des Melchisedek. Er kommt mit Brot und Wein. Deshalb, wenn wir werden im Anschluss Abendmahl feiern. Und ich glaube, dass Jesus unter uns ist heute Morgen. Wenn er einem Abraham entgegengehen konnte mit Brot und Wein, wie viel mehr uns heute, die wir in der Zeit leben, wo der Heilige Geist auf dieser Erde ist, der Jesus vertritt. Jesus sagt, ich komme zu euch, wenn der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist ist hier und der Heilige Geist reicht dir Brot und Wein, die Gemeinschaft mit Jesus selber. Und im Brot und Wein, im Feiern des Abendmahls, in dem Entgegennehmen dieses Mahls, nehmen wir entgegen den ganzen Segen, den Jesus Christus am Kreuz für uns erworben hat. Abraham erfährt diesen Segen, empfängt diesen Segen. Er lässt sich segnen von Melchisedek. Er sagt, gesegnet sei Abraham. Und wenn du das Mahl heute Morgen nimmst, dann spricht der Heilige Geist zu dir und sagt, gesegnet bist du. Nämlich von dem allerhöchsten hohen Priester, der höher steht als das Priestertum Aarons oder das Priestertum des levitischen Priestertums. Wir singen immer am Ende des Gottesdienstes, der Herr segne und behüte dich. Das ist der aaronitische Segen. Gott hat Aaron gesagt, so sollst du mein Volk segnen. Aber es gibt einen Segen, der diesen Segen übertrifft, nämlich der Segen unseres Herrn Jesus Christus, unseres Hohenpriesters. Und dieser Segen ist die Kraft seines Lebens, die in unser Leben kommt. Deshalb hat Jesus gesagt, wer an mich glaubt und meine Worte bewahrt, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Der wird diese Lebensfülle aus mir heraus haben, von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Du sollst wie Abraham sehen, meinen Tag, sagt Jesus, nämlich mein Triumph in deinem Leben. Wie deine Sünde vergeben ist, aber nicht nur vergeben ist, sondern wie du triumphierst über Sünde, über Götzen in deinem Leben. Abraham hat diesen Sieg errungen gegen den König Kedorlaomer. Kedorlaomer bedeutet Diener des Laomer. Das war ein Götze, der angebetet wurde in Elam, in dem ganzen Gebiet von Elam. Und Kedor war der größte Diener dieses Götzen.
So, Abraham ist nicht nur gegen Kedorlaomer gezogen in einer Art und Weise, weil jetzt Lot Gewalt angetan worden ist, sondern er hat etwas zerstört an Feindschaft, an geistlicher Feindschaft, niedergerungen. Und wenn du den Segen, und dann sagt Melchisedek zu ihm, du sollst eines wissen, als er ihn segnet. Der Herr hat sie in deine Hand gegeben. Das war nicht dein Verdienst, sondern darin besteht der Segen, den er empfängt, der schon da war. Und Melchisedek, deshalb kommt er ihm entgegen. Er macht deutlich, dass was du an Segen empfangen hast, ist aufgrund meines priesterlichen Dienstes. Das, was du in deinem Leben an Segen empfangen hast, Kind Gottes, ist aufgrund des priesterlichen Dienstes Jesu, den er leistet Tag und Nacht. Nicht nur am Kreuz. Am Kreuz ist die Grundlage gelegt worden. Hebräerbrief sagt uns, und er bleibt in Ewigkeit, er lebt in Ewigkeit, um für uns einzutreten, Tag und Nacht. Halleluja. Ich preise diesen wunderbaren hohen Priester in meinem Leben. Ich würde nicht mehr hier stehen, vielleicht wäre ich nicht mehr gläubig, wenn dieser Priester nicht für mich eintreten würde. Ich bin so dankbar für diesen hohen Priester, nämlich Jesus des Allerhöchsten. Dieser Segen, die Kraft dieses Segens, ist die Kraft göttlichen, unzerstörbaren Lebens, sagt uns Hebräerbrief. Und diese Kraft ist für uns da. Diese Kraft, dieser Segen möchte Gott uns geben. Und wir sollen uns bewusst werden, das zeigt uns diese Begebenheit, dass all der Segen, alles Gute, jede Gnade in deinem Leben ist deshalb geschehen, weil Jesus am Kreuz sein Leben gelassen hat. Abraham, oder Abram hieß er zu dieser Zeit noch, ihm war das bewusst. Niemand hat ihm gesagt, niemand musste ihm sagen, gib den Zehnten. Aber offensichtlich erkennt er das Herz Gottes. Denn der Zehnte wurde, nachdem er das getan hat, 600 Jahre später durch Mose eingeführt. Aber vorher gibt er aus freien Stücken, er sagt, den zehnten Teil gebe ich Gott. Er gehört mir nicht, weil ich weiß, dass alles, was ich habe, dass jeden Sieg, den ich in meinem Leben habe, dass die Vergebung, die ich in meinem Leben habe, die Gnade, die ich in meinem Leben empfangen habe, jede Gabe, die ich habe, jede Fähigkeit, die ich habe, es ist nicht mein Verdienst. Die Gesundheit, in der ich stehe, ist nicht mein Verdienst. Ich habe da nichts dazu getan. Ich habe keine Macht darüber. Die Möglichkeit, dass ich überhaupt was erwerben kann, das ist Gnade, das hat Gott mir geschenkt. Deshalb gebe ich ihm das zurück. Die Bibel sagt, einen freudigen Geber, sagt Paulus im Neuen Testament, hat Gott lieb. Hier geschieht genau das, aus dem Überschwang seines Herzens gibt er Gott den Zehnten. Und Gott gefällt es so sehr, dass er es einsetzt und sagt, das soll geschehen. Aller Zehnte im ganzen Land soll mir gehören. Er ist mir heilig. Abraham tut hier etwas, was Gott über die Maßen gefällt. Er gibt ihm den Zehnten, weil er weiß, dieser Segen, das, was ich hier erlebe, das Gute, das Wunderbare, diesen Reichtum, den er hatte, das alles ist nicht mein Verdienst. Das ist Geschenk Gottes. Er gibt ihm den Zehnten, aber Melchisedek macht ihn vorher aufmerksam und sagt, du bist gesegnet und die Feinde sind in deine Hand gekommen, weil der Herr sie in deiner Allerhöchste hat sie in deine Hand gegeben und Abraham gab ihm den Zehnten. Und er ist sich so sicher, so gewiss, dass Gott ihn weiter versorgen wird, dass der Segen Gottes in seinem alltäglichen Leben ausreichen wird, dass er nicht dieses Angebot des Königs von Sodom annimmt, der dann sagt, du kannst alles haben. Das war das Habe, das der König Laomer mitgenommen hat, der Kedorlaomer. Das waren ja die Schätze von Sodom. Und der König von Sodom sagt, du kannst alles haben. Und Abraham sagt, so wahr Gott der Allerhöchste
der den Himmel und die Erde besitzt, lebt. Ich werde nicht mal ein Schuhriemen nehmen von deinem Hab und Gut, damit du nicht sagen kannst am Ende, du hast mich reich gemacht. Weil er allein auf was vertraut? Nämlich auf den Segen Gottes. Ich vertraue, diese Aussage macht er, dass der Gott, der Allerhöchste, der Besitzer von Himmel und Erde, dass er mich versorgt. Und er macht hier eine Aussage, das, was ich an Wohlergehen und Reichtum habe, habe ich von ihm. Und ich werde niemals von irgendjemand anderem etwas nehmen. Ich muss mich nicht bereichern. Das macht Abraham deutlich durch den Besitz anderer. Und das werde ich niemals tun. Sondern was ich benötige, alles, was ich benötige, kommt von dem Herrn. Darauf ist mein Vertrauen gesetzt. Im Angesicht von Melchisedek, der ihm dies offenbart, im Angesicht von Jesus, der bei dir ist, der mit dir ist, er heißt Emmanuel, Gott mit uns, der jeden Tag bei dir ist, der Tag und Nacht bei dir ist, gibt es keinen Grund, sich zu sorgen. Der sagt, werft alle eure Sorge auf mich. Warum sorgt ihr, ihr Kleingläubigen, sagt Jesus, in Bezug auf Versorgung? Warum sorgt ihr darum? Das tun die Heiden. Guckt doch die Blumen an in dem Feld. Wer sorgt für sie? Wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, für euch sorgen? Jesus hat am Kreuz für uns die Fülle des Segens, der Kraft des Segens freigesetzt und eröffnet für uns. Und er tritt uns im täglichen Leben entgegen, immer wieder neu. Nicht nur heute Morgen. Ich möchte dir das mit dieser Begebenheit vor Augen halten. Rechne damit, jeden Tag in der Auseinandersetzung deines Lebens, deines täglichen Lebens, in den Kämpfen, die du zu führen hast, ob das in deinem Berufsleben ist, ob das in deinem Familienleben ist, wo immer das auch geschieht. Und ob es in deinem geistlichen Leben ist, das ist das Zentrale und das Wichtige. Sollst du eines wissen, Jesus, dein hoher Priester, ist nicht ferne, sondern er ist da, um dich zu segnen, um dir Kraft zu geben, um dich zu stärken geistlich, um dich zu stärken körperlich, um dir Weisheit zu schenken in Entscheidungen, um dich zu führen, um dich zu leiten. Und er ist ein hoher Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwächen, weil er unsere Schwächen kennt. Der Mitleid hat und dich nicht verdammt und verurteilt, sondern der dich an die Hand nimmt und für dich eintritt. Und er ist hier heute Morgen. Er ist hier durch seinen Heiligen Geist. Und er ist im Abendmahl präsent. Ich finde das fantastisch. Melchisedek, der gleichgestaltet ist dem Sohn Gottes. Abraham sah meinen Tag, sagt Jesus. Abraham, wann hast du Abraham gesehen, sagen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ich war eher, als Abraham war. Wann hast du ihn gesehen? Hier treffen sie aufeinander. Und gerade dann, wenn wir Abendmahl feiern, ist es etwas ganz Besonderes, wo du erwarten darfst, dass Jesus dir begegnet. Er selber. Wenn er Abraham entgegenging mit Brot und Wein, wie viel mehr heute im neuen Bund, tritt dir Jesus entgegen im Heiligen Geist mit Brot und Wein. Und seine Absicht ist, er sagt, ich will dich segnen. Ich will dich heute segnen. Ich will dich stärken in deinem inneren Menschen. Ich will dich stärken auch an deinem äußeren Menschen, an deinem Körper. Ja, er sagt, ich will dich heilen.
von aller Krankheit, denn durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Er sagt, ich will dich versorgen, ich will dich befreien von Dingen, die dein Leben beherrschen, wie Götzen, welcher Art sie auch sind, Gefangenschaften, Bindungen, ich will dich befreien. Hier ist die Kraft meines Segens, denn sie ist freigesetzt in dem Opfertod Jesu Christi und er lebt in Ewigkeit. Dieser wunderbare, einzige, allerhöchste Priester Gottes lebt in Ewigkeit und er möchte uns dienen heute Morgen. Ich möchte beten, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Jesus geschenkt hast. Ich danke dir für dein Werk, Herr Jesus, dass du dich hingegeben hast, dass du dich geopfert hast, dass du gestorben bist für unsere Schuld, jeden Fluch auf dich genommen hast, das ganze Gericht auf dich genommen hast, den Tod geschmeckt und durchlitten hast, aber über all das triumphiert hast und auferstanden bist. Und jetzt hier bist, dass wir dich erleben dürfen, Herr, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist und uns segnest, dein Segen zuteil werden lässt, jeden Tag aufs Neue und gerade auch jetzt. Ich bete, Herr, dass du dich jedem Einzelnen offenbarst. Ich bete, Herr, dass dein Segen fließt, die Kraft deines Segens, die Kraft deines Lebens, Herr. Danke, dass du den Tod überwunden hast, dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen, jetzt gerade. Heiliger Geist, ich bitte dich um deinen Dienst, jetzt gerade. Halleluja.